Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event Fashion Week 2023. Das Event startet am Mittwoch, den 15. November um 10 Uhr Ortszeit und geht bis Sonntag, 19. November, 20 Uhr Ortszeit. Natürlich geht die Fashion Week nicht eine Woche lang. Niantic weiß nicht, dass ein Tag nicht nur 3 Stunden sind und eine Woche nicht nur 4 Tage sind. Als Highlight in diesem Event haben wir 3 neue Kostüme. Eigentlich nur 2, aber eins nach dem anderen. Auf jeden Fall gibt es einen Dragoran mit stylischem Look und ein Felino mit stylischem Look. Und Felino kann man sogar weiterentwickeln, was wirklich krass ist, weil normalerweise macht Niantic das echt gerne. Sie bringen ein Kostüm und ein Jahr später kann man es dann endlich weiterentwickeln. In der Wildnis gibt es auch wieder viele Pokémon, die ein Kostüm tragen, aber nicht nur. Folgende Pokémon könnt ihr in der Wildnis häufiger finden: Sommerliches Pikachu, Dickter mit stylischem Look, Felino mit stylischem Look, Glibunkel mit stylischem Look, Mollymorba, das übrigens ganz neu in Shiny dabei ist, Quabble, Quaffwaff und Gastella. Und wenn ihr Glück habt, Absol mit stylischem Look und das männliche Quabble. Bei diesem Event ist es auch interessant und wichtig, welche Pokémon es in den Raids gibt, weil es nicht jedes Pokémon, das in der Wildnis vorhanden ist, auch in Raids vorhanden ist. Da muss man nämlich drauf achten, weil schließlich habt ihr ja gesehen, bei den wilden Spawns war kein Dragoran dabei. Wo kriegt man jetzt dieses Dragoran her? Also fangen wir erstmal an. In den 1er Raids haben wir Dickter mit stylischem Look, Felino mit stylischem Look, Sneebel mit stylischem Look und Quaffwaff. In den 3er-Raids haben wir dann Smetbo mit stylischem Look, Dragoran mit stylischem Look, Kielia mit stylischem Look und Absol mit stylischem Look. Also, falls ihr in der Wildnis keinen Absol findet, könnt ihr es ja raiden. Jaja, schon klar. Aber kostet halt Geld, wenn man halt mehr als einmal raiden will. Und man kann ja quasi nur 4 Raids machen, wenn man kostenfrei spielen möchte. Welche Pokémon sind hier wirklich interessant? Also die 1er-Raids, Dickter und Felino hätten sie sich gerne sparen können, weil die gibt es ja in der Wildnis. Das Sneebel, cool. Quaffwaff, ja, vielleicht. Ist vielleicht ganz nett, wenn man sich den 3 Sterne dazu holen möchte. Aber dennoch, ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen weniger in den 1er-Raids ist. In den 3er-Raids haben wir als besondere Pokémon definitiv Smetbo, Dragoran und Kielia. Diese 3 Pokémon gibt es nicht in der Wildnis. Mensch, bin ich froh, dass ich das Shiny-Kostüm Smetbo schon habe. Zu den Feldforschungen komme ich später. Kommen wir zu den 5-Kilometer-Eiern. Endlich gibt es mal Event 5-Kilometer-Eier. Die finde ich ja viel, viel besser. Problem ist nur, ohne Brutdistanzreduzierung ist man mit der unendlichen Brutmaschine 5 Kilometer unterwegs, um ein einziges Ei auszubrüten. Ah, das ist natürlich blöd. Also da muss man ja länger als 1 Stunde unterwegs sein, um überhaupt die 5 Kilometer zusammenzubekommen. Meistens zumindest. Könnte aber auch sein, dass es genau ausreicht. Also das heißt, eigentlich sollte man noch zusätzliche Brutmaschinen verwenden. Also ich werde wahrscheinlich meinen Beutel einmal komplett leer brüten, weil ich habe gerade nur 10er-Eier drin. Dann kann ich mir in diesem Event ganz neu und komplett die Event-Eier reinholen, hoffentlich. Natürlich können da trotzdem 10 und 2er-Eier noch reinschlüpfen. Aber immerhin kann man hier richtig brüten und nicht diese 7-Kilometer-Eier, die ja leider begrenzt sind. Dass da Niantic das Öffnen von Geschenken nicht einfach etwas erhöht bei solchen Events oder auch die Chance erhöht, verstehe ich halt auch nicht. Und wenn sie die Brutdistanz reduzieren würden, würden sie auch noch mehr Geld verdienen, aber sie brauchen das Geld ja nicht, ist ja klar. Welche Pokémon gibt es denn jetzt nun in den Eiern? Wir haben sommerliches Pichu, Felino mit stylischem Look, Cosilla mit stylischem Look, Shinux mit stylischem Look und Mollymorba. Und übrigens ist hier Mollymorba mit einer erhöhten Shiny-Chance. Also unendliche Brutmaschine unbedingt verwenden und die 5-Kilometer-Eier statt die 2-Kilometer-Eier ausbrüten. Kommen wir nun zur Event-Boni. Welche Event-Boni gibt es in diesem Event? Ja, Rabatt auf ausgewählte Artikel im Shop.
für die Fashion Week. Ja, super, danke. Den Rabatt brauche ich unbedingt. Ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwo eindecken werde. Doppelte Fangbonbons, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, doppelte Fangbonbons hier anzubieten, anstatt einfach eine verringerte Brutdistanz. Und eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons, naja, wüsste jetzt nicht, warum oder welches Pokémon ich hier unbedingt auf XL-Bonbons ausleihen könnte. Wobei vielleicht Quaffwaff, weil das Pokémon doch relativ selten ist. Gastella brauche ich überhaupt nicht. Das kam so häufig aus den 5-Kilometer-Eiern nicht. Wahrscheinlich habe ich sogar genug XL-Bonbons von diesem Pokémon. Quabbel weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht. Bei Quabbel ist es natürlich schön, wenn man einmal endlich ein paar Bonbons noch mehr dazu bekommt. Wäre dann vielleicht ein bisschen einfacher, war bis jetzt sonst doch relativ selten. Die anderen Pokémon waren so häufig da, ich denke, da braucht man jetzt eher weniger. Wie sieht es da genau bei euch aus? Schaut mal in euren Beutel nach. Wo könnt ihr wirklich XL-Bonbons gebrauchen? Wo würdet ihr denn wirklich was sammeln wollen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Es wird eine befristete Forschung und eine Sammelherausforderung geben. Dazu kommen wir gleich in die Details. Natürlich gibt es in diesem Event auch wieder Showcases mit Molly Morba und Gastella. Gerne hätte ich euch jetzt auch noch die Termine genannt, nur leider hat Niantic in der November-Übersicht da ein paar Fehler eingebaut und deswegen kann ich sie euch leider nicht nennen. Eine Sache habe ich auf dieser Grafik tatsächlich noch vergessen, und zwar den Wechsel. Wir haben einen Raid-Boss-Wechsel in diesem Event am 16. November. Wird uns Knackrack verlassen und wir bekommen Kangama. Was natürlich richtig genial ist, weil Kangama gab es bisher nämlich nur in einem 3-Stunden-Event. Und diesmal gibt es Kangama für ein paar Tage. Und der 5er-Raid-Boss Viridium wechselt zu Cobalium. Kommen wir zu den Details, und zwar nämlich die Sammelherausforderung. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst Dicta, Pikachu, Molimorba, Glibunkel, Filino und Absol fangen. Absol ist selten, dementsprechend kann man hier vielleicht auch mal länger als einen Tag brauchen oder nur ein paar Stunden. Das kommt auf die Spawns in eurer Nähe an. Als Belohnung bekommt ihr ein Dragoran mit Kostüm und 5000 Staub und 10.000 Erfahrungspunkte. Hey, immerhin, ihr könnt euch einmal ganz kostenfrei ohne Raids auch ein Dragoran sichern. In den Feldforschungen haben wir Fange 5 Pokémon für ein Elizeba. Mega genial, Elizeba hier ganz allein nur in den Feldforschungen verfügbar. Fange 10 Pokémon für Kilia oder Filino. Ja, ist auch ganz okay. Fange 15 Pokémon für Smetbo. Auch super schön, dass es hier in den Feldforschungen vorhanden ist. Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel-Pokémon für Dicta. Ja, ich finde die Aufgabe auch super genial. Okay, die letzte Aufgabe finde ich scheiße. Mache Schnappschüsse von 7 verschiedenen Pokémon. Ist nicht euer Ernst. 7 verschiedene wilde Pokémon. Oh, ich hasse diese Aufgabe jetzt schon. Naja, aber hey, ein Shinux. Entweder aus dem Ei oder hier aus den Feldforschungen. In den Raids war es, glaube ich, nicht vorhanden, richtig? Genau, in den Raids gibt es das halt leider nicht. Im Shop wird es eine befristete Forschung geben, die man sich kaufen kann. In meinem Shop hat diese Forschung 2,49 Euro gekostet. Dankeschön an Caruso für das Ticket, Screenshot kommt noch, und ich habe auch ein paar Mal verschenkt. Leider kann man immer nur an super Freunde verschenken und leider nicht einfach an irgendwelche Leute. Das wäre viel, viel cooler, aber naja, was soll's, leider nur an die Freundesliste. Was muss man denn dafür tun? Fange 10 Pokémon für Dicta, fange 20 Pokémon für Glibunkel, fange 30 Pokémon für Elizeba, fange 40 Pokémon für Pikachu. Benutze 10 Beeren für Filino, benutze 20 Beeren für Shinux. Schnappschüsse, 4 verschiedene wilde Pokémon Kilia, 6 verschiedene Pokémon Sneebel, 8 verschiedene Pokémon Absol und 10 verschiedene Pokémon Smetbo. Und als Belohnung ein Dragoran, 2 Raidpässe und 5000 Erfahrungspunkte. Mega cool, finde ich richtig klasse.
wenn ich jetzt einfach jeden Freund, den ich jetzt frisch in meiner Freundesliste hinzugefügt habe, so ein Ticket schenken könnte, würde ich das viel besser finden. Und für 2,49 Euro, vielleicht ein bisschen teuer, aber hey, man bekommt wenigstens noch zusätzlich zwei Premium-Pässe, die man auch mal später noch verwenden kann. Wenn ihr in meiner Freundesliste seid und ihr seid mit mir super Freunde, schreibt mir euren Trainername unten in die Kommentare und vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt dann noch ein Ticket von mir. Dankeschön an Caruso für das Ticket für dieses Event. Ich habe auch das Ticket weiter verschenkt und zwar an Andy Project und Dosu. Ich denke, Dosu könnt ihr mehr anfangen. Dosu Puff aus dem Twitch-Chat ist quasi bei jedem Livestream immer dabei. Und da habe ich gedacht, dann schenke ich ihm doch mal das Ticket. Viel Spaß bei diesem Ticket und ich hoffe, ihr bekommt was Schönes. Und wie gesagt, wenn ihr in meiner Freundesliste und super Freunde mit mir seid, dann könnt ihr es auch nochmal unten in den Kommentaren mit eurem Glück versuchen. Im letzten Event war ich jetzt nicht so erfolgreich. Ich habe kein Shiny Knackrack bekommen und auch kein anderes Shiny, das mich jetzt irgendwie vom Hocker gerissen hätte. Das war's von mir. Nun seid ihr gefragt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr das Event genauso seht wie ich oder ob ihr da irgendwas anderes dran findet. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. In der Videobeschreibung findet ihr übrigens noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!